Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und im Namen der Ypos Finanzplanung darf ich Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Lunch Update begrüßen. Die Sicherheit von Kontoguthaben und Wertpapieren soll unser Thema sein. Ich werde Ihnen das in den nächsten 15 Minuten näher bringen. Im Nachgang haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen und selbstverständlich werden Sie im weiteren Tagesverlauf noch eine E-Mail von uns erhalten, in der sowohl eine Aufzeichnung des Videos als auch die angesprochenen Links respektive Broschüren so enthalten sind, damit Sie das alles nochmal schön zusammengefasst auf einer Seite bei uns auf der Webseite finden können. Das heißt, die Fragen nehmen wir dann auch nach den 15 Minuten, sodass diejenigen von Ihnen, die noch durchgetaktet sind und noch zum Mittagessen müssen oder sonstige angenehme Verpflichtungen haben, auch hier nicht in zeitlichen Druck kommen. Wenn wir direkt einsteigen, dann sehen wir das Thema Verunsicherung und da möchte ich gar nicht zu sehr darauf eingehen, aber wir haben natürlich die Thematik, die durch die Medien geisterte noch vor einigen Wochen und Monaten, das Thema notleidende Bankkredite in Italien. Sie sehen es hier in der Grafik dargestellt, ja, rund 18% der Kredite hier sind notleidend, also hier gibt es Probleme beim Zins- und Tilgungsverlauf und Sie sehen es an der Überschrift, es gab und es gibt immer Gründe zur Besorgnis. Ich glaube, seit der Hypotheken- und Finanzkrise, der anschließenden Euro- und Staatsschuldenkrise bis heute, haben wir ja permanent mit irgendwelchen Krisenherden zu tun. Und nur noch die politische Gemengelage, die durch die Flüchtlingskrise und durch aufkommende populistische oder nationale Themen noch an Bedeutung gewinnt, das natürlich alles, was auch den Finanzmarkt in einer einheitlichen Währung, und dort sind ja auch unsere Einlagen überwiegend investiert, natürlich wesentliche Auswirkungen haben könnte. Momentan das Thema sehr stark in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt, da wir Spekulationen um die Deutsche Bank haben. Ich will die gar nicht kommentieren. Das wird in den Medien ohnehin genug getan. Meines Erachtens ist das ein oder andere etwas überzogen und auch nicht sachlich, nicht ganz korrekt dargestellt, aber die Banken haben natürlich entsprechende Probleme. Viele Banken notieren auf dem Preisniveau der 80er Jahre und das trifft nicht nur den deutschen Branchenprimus, sondern auch andere Großinstitute. Also viele Problemfelder. Es gibt keine Zinsmarge mehr. Es gibt viele Angreifer von kleinen Fintechs, die sich versuchen, in den verschiedensten Bereichen hier als Wettbewerber zu positionieren. Also kleine, schnelle Unternehmen, die im aktuellen Anlagenotstand auch teilweise sehr gut kapitalisiert sind. Also die Banken nicht nur durch diese Niedrigzinsphase und durch Altlasten wie Rechtsstreitigkeiten in Problemen, sondern auch durch die grundsätzliche Thematik des digitalen Wandels, der digitalen Disruption, die ja durchaus auch das Potenzial hat, Geschäftsmodelle zu verletzen und vielleicht auch langfristig zu zerstören. Also deswegen ist das Thema aktuell relevanter denn je, weil letztendlich liegt natürlich unser Geld, unsere Einlagen und auch unsere Wertpapiere bei den Banken. Ich möchte Ihnen in den nächsten Folien mal die Grundlagen aufzeigen. Darauf möchte ich aber auch nicht zu viel Zeit verwenden, weil ich glaube, das Spannende ist das, wenn man vieles mal zu Ende denkt. Sie sehen in dieser Überschrift, sehen das erstmal Konto versus Depot. Meines Erachtens ein ganz zentrales Thema, sich erstmal klar zu machen, wem gehört eigentlich was. Und wenn Sie das einmal verstanden haben und nachvollziehen können, wem gehört was und was bedeutet das, dann können Sie auch sehr gut verstehen, warum wir zum Beispiel bei Kontoguthaben eine Einlagensicherung brauchen und das bei Depotbeständen wie zum Beispiel Wertpapieren nicht erforderlich ist. Und wir haben es mal ganz einfach gemacht, wir haben es hier von Wikipedia genommen. Ja, Bankguthaben, das ist der umgangssprachliche Sammelbegriff für, und das haben wir extra nochmal fett gemacht, Forderungen von Nichtbanken gegenüber Kreditinstituten. Also Nichtbanken, das sind Sie, das bin ich, das sind Unternehmen wie GmbHs und Aktiengesellschaften, die eben hier nicht im, die eben keine Banken sind. Und das ist eben Buchgeld, das jederzeit in Bargeld umgewandelt werden kann oder Sie können es eben auch für Geldanlagen verwenden. Der Kernpunkt an dieser Thematik natürlich ganz klar, wenn Sie Geld zur Bank bringen, dann tätigen Sie eine Einlage bei der Bank. Dementsprechend haben Sie eine Forderung gegen diese Bank und diese Forderung ist typischerweise nicht besichert. Sie bekommen zwar ein Dokument, was Ihr Eigentum an diesem Geldbetrag ausweist, eben ein Kontoauszug oder ein Sparbuch oder ein sonstiges Dokument. Aber letztendlich dieses Dokument verbrieft natürlich nur diese Forderung gegen eben das konkrete Kreditinstitut. Eine weitere Besicherung haben Sie ja erstmal nicht und dementsprechend tragen Sie das Bonitätsrisiko der Bank. Und wenn Sie ein Bonitätsrisiko tragen, dann muss man sich überlegen, wie kann dieses Bonitätsrisiko denn reduziert werden? Das sehen wir gleich.
In Abgrenzung zu den Bankguthaben, die Forderungen darstellen, handelt es sich bei Wertpapieren wie zum Beispiel Aktien, Zertifikaten oder auch Investmentfondsanteilen. Das ist ihr Eigentum und die werden von der Bank lediglich nur verwahrt. Das heißt, da die Bank diese Papiere nur für sie verwahrt, haben Sie natürlich jederzeit die Möglichkeit auch auf einen Herausgabeanspruch. Sie können ja Ihr Wertpapierdepot oder einzelne Bestände jederzeit über einen vor relativ formlosen Antrag zu einem anderen Kreditinstitut übertragen. Und auch in einem Fall, wo die Bank ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen könnte, geht es einfach darum, dass man hier aus der Insolvenzmasse das Eigentum der anderen aussondert und das sind eben die Wertpapiere. Und da die Wertpapiere also nicht Eigentum der Bank sind, sondern immer noch Eigentum des Kunden, brauchen sie auch keine Einlagensicherung. Weil es ist ja immer noch ihr Eigentum und das mal, finde ich, die wesentliche Abgrenzung, die man hier verstehen muss. Wenn man sich das für den Krisenfall betrachtet, dann fangen wir bei dem Kontoguthaben an und Sie sehen schon, ja, wir haben das Bonitätsrisiko, weil Sie sind der Gläubiger, Sie leihen der Bank Geld, dementsprechend ist die Bank der Schuldner, also brauchen wir natürlich eine Absicherung. Auch hier für den Verbraucher. Und hier gibt es verschiedene Einlagensicherungssysteme. Es gibt die gesetzliche Einlagensicherung, die ist auch einklagbar. Dann gibt es noch weitere Systeme. Und an der Stelle auch nochmal wichtig, bei ausländischen Banken kommt es auf den Hauptsitz an. Wir sehen das gleich nochmal etwas detaillierter in einer Grafik. Bei Depotbeständen als logische Folge des Eigentums des Anlegers ist keine Einlagensicherung vorhanden. Aber es ist deswegen keine vorhanden, weil keine notwendig ist, weil die Wertpapiere sind ja eben Sondervermögen. Ein Spezialfall sind noch die Forderungen aus einem Verkauf respektive aus Ausschüttungen. Also wenn man sich die Broschüren mal anschaut von der, zum Beispiel der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, dann finde ich, kann man noch nicht so richtig klar rauslesen, was würde denn im theoretischen Fall passieren? Sie besitzen eine Aktie, Sie verkaufen diese Aktie und in der nächsten logischen Sekunde geht die Bank insolvent. Dann haben Sie kein Wertpapier mehr, also kein Sondervermögen. Sie haben es aber auch nicht auf dem Konto, also noch keine Einlagensicherung. Was ist das dann? Und das ist ein Punkt, den man nochmal genau klären muss, der offen gestanden mir momentan noch nicht ganz klar ist. Deswegen habe ich es mal als Sonderfall spezifiziert. Wir werden aber auch nochmal im Nachgang versuchen, das mit der Aufsichtsbehörde hier mal abzuklären. Grundsätzlich, Sie sehen es hier. In der Krisensituation, Anleger können vom Institut die Herausgabe der Finanzinstitute, der Finanzinstrumente verlangen und können ihr Depot auf ein anderes Institut übertragen lassen. Das funktioniert auch typischerweise sehr gut. Also von daher muss man sagen, in der Historie hat das System hier ganz gut gegriffen. Wichtig an dieser Stelle, damit es keine Verwirrung gibt, Sie müssen natürlich trotzdem berücksichtigen, dass wenn Sie zum Beispiel eine Anleihe kaufen, oder ein Zertifikat, dass Sie ein Emittentenrisiko tragen. Aber das ist eine andere Art von Risiko, weil wenn Sie ein Zertifikat, nehmen wir mal da bei der Deutschen Bank kaufen, aber der Emittent dieses Zertifikats, das ist die Credit Suisse, dann tragen Sie das Emittentenrisiko der Credit Suisse auf Erfüllung der Verpflichtungen aus diesem Papier, dem Zertifikat. Dennoch ist das Zertifikat, das Sie bei der Deutschen Bank halten, bei einer Insolvenz der, in der unserem plakativen Beispiel der Deutschen Bank natürlich trotzdem ein Sondervermögen, für den die hier skizzierten Aspekte greifen. Also das die wesentlichen Unterscheidungen an dieser Stelle. Grundsätzlich muss man sagen, die Einlagensicherung ist, finde ich, sehr gut geregelt. Also man muss ganz klar festhalten, dass hier Vorsorge getroffen wurde. Und Sie sehen es in dieser Grafik und im Nachgang stellen wir Ihnen auch nochmal auf der Landingpage zu dem heutigen Webinar nochmal eine schöne Broschüre auch der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zur Verfügung. Auch nochmal die entsprechenden Links zu den verschiedenen Systemen der Einlagensicherung, sodass Sie in Ruhe die Möglichkeit haben, das nochmal nachzuvollziehen und durchzulesen. Wichtig vielleicht an dieser Stelle. Es gibt eine gesetzliche deutsche Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro. Diese ist auch einklagbar. Und darüber hinaus gibt es den Einlagensicherungsfonds bei den privaten Banken. Der ist aber nicht gesetzlich garantiert, also auch nicht einklagbar. Und die Sparkassen und die Volksbank haben nochmal ihre eigenen Sicherungseinrichtungen. Auch bei den Bausparkassen gibt es eine eigene Sicherungseinrichtung. Wiederum auch für Lebensversicherungen gibt es andere Sicherungssysteme. Aber wir sind jetzt erstmal primär bei den Banken. Wie gesagt, das halten Sie nochmal
in einer sehr schön aufbereiteten Broschüre, um das wirklich in Ruhe nachvollziehen zu können. Ich möchte aber die Zeit nutzen, mit Ihnen etwas weiter zu denken. So habe ich es jetzt auch genannt, Einlagensicherung etwas weiter gedacht. Weil die Fragen, die wir uns stellen, wenn wir uns mit den Gesetzen beschäftigen oder wenn wir uns die Broschüren anschauen, die möchte ich hier auch mal transportieren. Weil die Kernfrage ist dann eigentlich, woher kommt denn das Geld, aus dem dann entsprechende Entschädigungen zu leisten sind? Und das habe ich Ihnen aus der Broschüre rauskopiert, die wir Ihnen auch später zur Verfügung stellen. Wirklich sehr lesenswert, weil kompakt geschrieben und wirklich in einem klaren Deutsch formuliert hier. Hat die BaFin eine tolle Arbeit geleistet. Und da kann man ganz klar lesen, allen Einlagensicherungssystemen und den freiwilligen Entschädigungsfonds ist gemeinsam, dass sie durch jährliche Beiträge ihrer Mitglieder finanziert werden. Also, wenn Sie sich vorstellen, eine Art Umlage oder wenn Sie auch so möchten, ein Versicherungsbeitrag. Und wenn diese Mittel nicht ausreichen, dann erheben die Einlagensicherungssysteme im Bedarfsfall Sonderbeiträge bei den Mitgliedsinstituten oder nehmen Kredite auf. Soweit hier die theoretische Definition. Also, das ist die Thematik, woher kommt das Geld? Dementsprechend sollte man das Ganze nicht Einlagensicherung nennen, sondern ich habe es hier im Titel geschrieben, Einlagenversicherung. Weil Sie sehen es, ich habe es im Text nochmal beschrieben, hier sehen wir ganz klar das Prinzip, das Sie auch aus anderen Versicherungsarten kennen. Also bei einer Versicherung, ich will es jetzt gar nicht vorlesen, aber bei einer Versicherung haben Sie grundsätzlich das Thema, dass Sie eine große Anzahl von Personen haben, die jeweils auch ein einheitliches Risiko tragen. Der Einzelne kann dieses Risiko schwer kalkulieren. Also wirft jeder von dieser großen Masse an Personen, das sogenannte Kollektiv, die werfen jedes Jahr ein bisschen Geld in den Topf. Und von diesem großen Topf kann dann in den Jahren, wo ein Schadenfall bei Einzelnen eintritt, das Geld herausgenommen werden, um diese wenigen und kleinen Schadenfälle zu bezahlen. Das ist die grundsätzliche Thematik und die gilt, wie gesagt, auch bei der Einlagensicherung, deswegen ja auch hier der Begriff Einlagenversicherung. Also Grundprinzip der Versicherung, eben der Umlage, das gilt entsprechend bei der Einlagensicherung auch. Hier nochmal ein schönes Bild, was es nochmal ein bisschen plakativer macht. Sie sehen auf der linken Seite eine große Anzahl von ja, nett skizzierten Personen, aber stellen wir uns einfach mal vor, das wären jetzt hier keine Personen, sondern jeder Kopf würde hier für ein Kreditinstitut stehen. Und Sie sehen dann über den orangenen Pfeil, dass jedes Kreditinstitut, das zahlt hier seine Versicherungsprämie, also entsprechend seine Umlage für die skizzierten Einlagensicherungssysteme. Und auf der anderen Seite der blaue Pfeil, wenn es eben mal brennt, dann kann man hier entsprechend Gelder rausnehmen. Und Sie sehen schon, die Verteilung der Köpfe ist relativ eindeutig. Sie haben eine große Anzahl von Personen, die einzahlt und Sie haben eine relativ kleine Anzahl von Personen, die rausnimmt. Und wie gesagt, das zeigt nochmal sehr deutlich dieses Versicherungsprinzip. Sie haben sehr, sehr viele, die einzahlen. Sie haben sehr, sehr wenige mit einem Schaden. Und deswegen kann das Kollektiv solche Risiken besser tragen als der Einzelne. Bezogen auf den Bankensektor, vielleicht das vereinfachte Beispiel, dass Sie eine regionale Bank vor Ort haben. Die hat einen DAX-Konzern als Kunde. Diesem DAX-Konzern wird ein Riesenkredit gegeben. Danach funktioniert das Geschäftsmodell des DAX-Konzerns nicht mehr. Die Bank muss entsprechende Kredite abschreiben und es ist nicht nur das Unternehmen betroffen, sondern die Immobilienpreise in der Region verfallen, weil auch der Arbeitgeber wegfällt und weil der Arbeitgeber wegfällt, fallen die Immobilienpreise, es wird weniger konsumiert und man sieht insgesamt, okay, es gibt eine große Anzahl von Kreditausfällen in dieser Region und dieses regionale Institut wäre dann getroffen. Dann ist das ein Problem, was unsere ganzen anderen Einzahler ja nicht haben, weil es ist ein regionales Problem. Also kann die große Masse, die diese Umlage einbezahlt hat, problemlos dieses einzelne Institut stützen. Man könnte Fusionen vornehmen, man könnte Übernahmen vornehmen oder das am Ende des Tages über die Einlagensicherung vornehmen. Also das hier das Grundprinzip. Und die Thematik, die wir momentan haben, die glaube ich auch vielen Angst macht, ist das Thema systemisches Risiko. Und das systemische Risiko, wenn man es mal definieren möchte, da geht es wirklich um die Funktionsfähigkeit eines gesamten Systems. In dem Fall natürlich das Finanzsystem. Dass nicht nur im Krisenfall ein spezifisches Risiko getroffen wäre, sondern alle Marktteilnehmer. Ein spezifisches Risiko wäre das Einzelrisiko. Also dieses Einzelrisiko wäre zum Beispiel unsere einzelne Bank. Aber systemisch bedeutet dann, es sind alle Marktteilnehmer getroffen. Wie zum Beispiel momentan alle Banken unter den extrem niedrigen Zinsen leiden und dementsprechend die Problematik
sowohl Sparkassen, Volksbanken als auch private Banken extrem stark trifft. Grundsätzlich, auch das in der Definition hier enthalten, das Systemrisiko kann von den einzelnen Marktteilnehmern nicht verhindert werden. Es muss also letztendlich getragen werden. Und man versucht dann natürlich, dieses System durch aufsichtsrechtliche Vorgänge von der BaFin, von der Bundesbank, entsprechend so zu steuern, dass man diese Risiken auch bei jedem einzelnen Institut schon stark nach unten senkt. Und wenn es wirklich mal zu einem Einzelrisiko kommt bei einem Institut, das dann über die große Masse aufzufangen. Und das ist ja genau das System, wie die Einlagensicherung hier entsprechend aufgebaut ist. Und die Thematik, die momentan sich viele stellen, ist eben genau dieser Aspekt, dass man sagt, oh, welche Kettenreaktionen gibt es denn hier? Grundsätzlich, wenn man sagt, okay, ich möchte mich nicht darauf verlassen, dass die Einlagensicherung funktioniert, respektive, dass die Einlagensicherung dann entweder Geld beschaffen kann bei anderen Instituten, was, glaube ich, in der aktuellen Situation der Bankenlandschaft sehr, sehr schwierig wäre, noch die Banken damit zu belasten, dass sie Umlagen leisten müssen, um ein anderes Institut aufzufangen, würde wahrscheinlich das Geld vom Staat kommen müssen. Oder man würde eine Sonderanleihe auflegen, die dann die Bundesbank oder die Europäische Zentralbank oder wer auch immer kauft. Da gibt es ja mittlerweile genügend supranationale Einrichtungen, die Anleihen nach gewissen Kriterien aufkaufen. Aber ich habe es Ihnen hier mal dargestellt. Die Rendite für deutsche Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 2 Jahren momentan bei minus 0,7%. Also 0,7%, das ist die Versicherungsprämie, wenn Sie nicht darauf setzen wollen, dass die Einlagensicherung funktioniert. Respektive, wenn Sie nicht darauf setzen wollen, dass am Ende des Tages Deutschland für die Banken hier entsprechend eintritt. Und man muss sich die Kaskade vorstellen. Es gibt auch hier neue Regeln für das Thema Beteiligung von Gläubigern bei Problemen bei Banken. Und von daher, das muss man sich in Ruhe mal zu Gemüte führen. Aber es sollte klar sein, wenn ich das Bonitätsrisiko einer Bank nicht tragen möchte, dann muss ich mein Risiko entsprechend streuen oder ich kaufe eben direkt eine deutsche Staatsanleihe, aber da sehen Sie auch, da haben Sie eben Kosten und als normaler Privatanleger momentan haben Sie typischerweise bei Ihren Einlagen eine Rendite von ja, 0 oder 0,1%. Und wenn Sie jetzt hier in die Bundesanleihe gehen, dann zahlen Sie 0,7% pro Jahr. Also das ist doch ein Unterschied. Sicherheit kostet eben Geld. So sieht es heutzutage aus. Und nun, wenn wir uns das klar machen, eine Möglichkeit wäre, dass Sie einfach selbst diversifizieren, dass Sie sich überlegen, okay, soll denn meine mittelfristige Kapitalanlage aussehen? Möchte ich denn nur im Euro-Anleihensystem sein? Möchte ich mein Geld nur als Einlage bei einem Kreditinstitut haben? Oder streue ich mein Risiko selbst? Das jetzt mal exemplarisch. Sie sehen es hier, ein Mix von deutschen Qualitätsanleihen, also Bundesanleihen und Länderanleihen, globalen Qualitätsanleihen, das sind eben auch Staatsanleihen, solider Schuldner und großer Unternehmen, inflationsgebundene Anleihen, auch eine Möglichkeit, immer noch im Geldwert investiert zu sein, aber doch ein bisschen Diversifikationseffekt und möglicherweise auch eine Partizipation einer steigenden Inflationsrate, bisschen europäischen Anleihen und bisschen Streuung hier über verschiedene Regionen und Bonitäten, Hochzinsanleihen USA, Hochzinsanleihen Schwellenländer. Das nur mal exemplarisch, aber ich möchte Ihnen klar machen, dass Sie heute durchaus die Möglichkeit haben, auch als Privatanleger relativ einfach und effizient Ihr Risiko aus dem Thema Einlagensicherung, sofern Sie dieses sehen oder sofern Sie eben über Geldbestände verfügen, die über diesen 100.000 Euro liegen, dass Sie eben hier Möglichkeit haben, das doch breiter zu diversifizieren, wenn man sich selbst etwas damit beschäftigt. Kommen wir zur Auswahl einer Bank. Klar, die Frage, die man sich immer stellen muss, das hören natürlich die Universalbanken grundsätzlich nicht gerne, aber die Frage, die man sich als Anleger, als Sparer stellen kann, die lautet natürlich, muss ich überhaupt bei einer Bank sein, die Geschäfte tätigt, die Risiken auslösen können? Also sprich, was kann denn eine Bank überhaupt in eine Schieflage bringen? Und vergessen wir jetzt mal das Thema Niedrigzinsphase und digitale Disruption, dann ist die Frage, muss meine Bank Großkredite anbieten? Oder muss meine Bank Investmentbanking betreiben? Frage ist, wo ist der Vorteil für mich als Kunde? Aber wahrscheinlich habe ich erstmal keinen. Aber ich habe gegebenenfalls die Nachteile, sofern es wieder zu einer Finanzkrise kommt. Dann die Frage, welche Finanzinstrumente möchte ich einsetzen? Brauche ich überhaupt eine Vollbank? Langt mir vielleicht eine reine Vorlagerstelle, die ein bisschen anders strukturiert ist, die halt viele Geschäfte gar nicht tätigt? Und ergänzend möchte ich mich nur im Rechtsraum Europa oder Eurozone
Eurozone Deutschland bewegen, möchte ich mich noch in anderen Rechtsräumen bewegen. Wie sieht dort die Systematik der Sicherungssysteme aus? Und hier muss man meines Erachtens momentan sehr stark aufpassen, dass man sich durch die Niedrigzinsphase nicht dazu verleiten lässt, sein Geld in irgendwelchen Ländern anzulegen, weil der Zins ein halbes bis ein Prozent höher ist. Hier würde ich ganz klar sagen, die Lektion sollte man eigentlich in der Finanzkrise gelernt haben. Renditen und Risiko gehören auch bei Spareinlagen zusammen. Und wenn Ihnen jemand mehr Rendite zahlt, dann ist es deswegen, weil er sich sonst teurer am Kapitalmarkt refinanzieren müsste. Und ob man sich dann immer nur auf die Einlagensicherungssysteme auch in der EU verlassen sollte, wegen einer Zinsdifferenz von 1% vor Steuern, das sollte man sich mal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Dann das Thema systemisches Risiko. Habe ich das berücksichtigt? Weil auch wenn man denkt, hey, ich bin clever und sie parken ein Drittel des Geldes bei der Sparkassen, weil die Sparkassen eben auch eigene Einlagensicherung dann noch zusätzlich haben, ein Drittel bei den Volksbanken, bei den Genossenschaften, weil die haben auch eine eigene Einlagensicherung und ein Drittel bei einer privaten, weil die ja auch wieder eine eigene Einlagensicherungsthematik haben, da muss man sagen, beim systemischen Event hilft Ihnen das relativ wenig, glaube ich, weil dann trifft es alle. Dann muss ich weiter diversifizieren und ein Beispiel zur globalen Diversifizierung von Geldwerten habe ich Ihnen ja im Beispiel mal gebracht. Also Sie sehen schon hier, was muss ich haben, was muss ich nicht haben. Meines Erachtens, die ersten beiden Punkte müssen nicht sein, beziehungsweise soll ich zumindest eine zweite Bankadresse haben, die diese Geschäfte nicht anbietet. In diesem Kontext auch die Frage relevant. Rede ich überhaupt über eine Rücklage oder rede ich über eine Kapitalanlage? Wenn Sie Geld nur kurzfristig anlegen können, ja, dann sind wir im Endeffekt immer bei der Rücklage. Und dann müssen Sie sich einfach fragen, bin ich bereit, einen negativen Zins zu akzeptieren? Und da muss man in vielen Fällen sagen, wenn Sie wirklich über echte Rücklage reden, dann reden wir über Null. Vielleicht sogar Negativzins auf absehbare Zeit. Das kann niemand genau einschätzen. Auf jeden Fall werden Sie keine großartige positive Rendite erzielen. Wenn Sie sagen, nein, das möchte ich nicht, dann haben Sie einen Problemfall, weil dann haben Sie ein Spannungsfeld zwischen der Renditeerwartung, die Sie haben, und dem Sicherheitsaspekt, der Ihnen auch gleichzeitig wichtig ist. Und dieses Spannungsfeld muss man eben mal in Ruhe durchdiskutieren. Auf der anderen Seite, wenn Sie Geld längerfristig anlegen können. Ich habe jetzt mal 2 Jahre aufwärts genommen. Das muss man natürlich dann auch Horizonten streuen und steuern, damit auch die Kapitalanlage wirklich zur Fristigkeit passt. Auch da muss man sich die Frage stellen, okay, bin ich bereit, Schwankungen zu akzeptieren? Das mit Sicherheit der wesentliche Kern in der heutigen Zeit. Wenn Sie sagen ja, okay, dann muss man über eine Kapitalanlage sprechen. Sagen Sie nein, dann sind wir bei einer Rücklage und dann haben wir natürlich wieder die gleichen Themen wie vorher besprochen. Das sind meines Erachtens die wesentlichen Themen, die man sich hier anschauen muss. Grundsätzlich aus meiner Perspektive, das gilt für verschiedene Aspekte der Kapitalanlage. Wir waren jetzt 30, 35 Jahre sehr stark verwöhnt. Wir hatten tendenziell ja, fallende Zinsen, die zu steigenden Anleihennotierungen geführt hatten. Wir hatten im Trend fallende Inflationsraten. Wir hatten Realzinsen, gerade auch in Deutschland, die Vermögensaufbau selbst mit Festgeldern ermöglicht haben. Und ich glaube, das Bild hat sich nun doch deutlich geändert. Wir müssen unser finanzielles Gedächtnis neu programmieren, müssen mit vernünftigen Zukunftserwartungen nach vorne gehen. Und ich glaube, die Problematik, die momentan viele haben, ist zwar, dass sie erkennen, dass sie ihren Grad der Risikostreuung erhöhen müssen. Also wenn sie eben auf der horizontalen Achse hier von links nach rechts gehen, das haben, glaube ich, schon viele als sinnvoll erkannt. Aber häufig ist dann die Thematik, dass man sagt, oh, wenn ich mein Vermögen zu sehr verteile, dann kenne ich nicht mehr jedes einzelne Wertpapier, dann habe ich so ein bisschen einen Kontrollverlust und das führt leider oft dazu, dass die Vermögensstrukturen zu gering diversifiziert sind, also der Grad der Risikostreuung nicht dementsprechend, was sinnvoll wäre und dementsprechend im Vergleich zu einem Zeitraum vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, zu den Erfahrungen ihrer Eltern oder älterer Freunde, muss man ganz klar sagen, wer sich nicht bewegt, der trägt mehr Risiko. Deswegen Sicherheitstraining für Ihr Vermögen. Wie sieht das grundsätzlich bei uns aus? Der Werbeblock zum Schluss, bevor wir die Aufnahme auch beenden und dann in die konkreten Fragen gehen. Der wichtigste Aspekt ist die Besprechung des Status quo. Das findet bei uns typischerweise in einem kostenfreien und zwar natürlich unverbindlichen Erstgespräch statt, entweder telefonisch oder persönlich. Hier geht es erstmal darum, dass Sie kurz erläutern, welche Themen haben Sie eigentlich, wie ist die Situation. Und dann bespricht man mal in einer Kurzanalyse und bei einem Feedback, welche Themen sehen wir noch zusätzlich, wo haben Sie vielleicht auch kleine Denkfehler drin, wo haben Sie vielleicht schon auch was getan, aber das war vielleicht doch vom Effekt nicht so gut oder so ausschlaggebend, wie Sie es sich selbst vorstellen würden.
Und dann schaut man sich an, okay, wie muss so ein Konzept aussehen? Und dann kommen genau die Punkte, die ich eben angesprochen habe. Die Definition Rücklage und Kapital, ein wichtiges Thema. Definition der Anlagestrategie, das wird nochmal ein eigenes Webinar füllen. Das Thema Bankenauswahl, wie kann sowas heutzutage aussehen auf unabhängiger Basis und welche Form der Betreuung stellen Sie sich laufend vor? Und das bespricht man dann nochmal und dann geht es am Ende des Tages in die Umsetzung und in die laufende Betreuung. Das können Sie relativ einfach vornehmen über den Feedbackbogen oder Sie greifen einfach zum Telefon, sprechen mit den Kollegen respektive mit mir. An dieser Stelle darf ich mich bei allen Teilnehmern bedanken. Es ist ein bisschen länger geworden. Ich sehe es hier 25 Minuten, obwohl ich glaube ich doch zügig gesprochen habe. Also Ihnen allen ein schönes Mittagessen. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen. Und wer noch Lust und Zeit für Fragen hat, der kann natürlich jetzt noch gerne dranbleiben und seine Fragen hier entsprechend im Chat kommunizieren. Vielen Dank.